So, und Tick 3, das heutige Video geht nach Schweden fest und den dazugehörigen Schwedenlauf. Das ist ja nur ein fünftes Wettrennen bisher in 1,5 Jahren. Und auf jeden Fall gibt es auch eine neue Bestzeit. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Startlinie. Dann treffe ich mich noch mit ein paar Kollegen, die auch mitlaufen. Dieses Jahr ist es übrigens sehr besonders, weil meine jüngere Tochter heute ihre ersten 5 Kilometer läuft. Bin sehr gespannt, wir haben ein bisschen geübt dafür. Ich denke auf jeden Fall, das wird was. Aber generell ist das jetzt übrigens schon der 25. Schwedenlauf. Das Schwedenfest wurde jetzt 23 Mal gefeiert. Warum auch immer, verstehe ich nicht ganz. Sehe gerade, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Ach. Für alle, die jetzt nicht wissen, was es mit dem Schwedenfest auf sich hat, ich habe mal was vorbereitet. Ich lese es mal vor, ist eine Kurzfassung. Also, Wismar ist durch ihre strategische Lage ein ständiges Streitobjekt der nordischen Mächte. Belagerungen, Kriege, Brände, Plünderungen, was so an der Tagesordnung war damals. 1632 wurde Wismar durch schwedische Truppen besetzt und 1648 Schweden zugesprochen. 1803 wurde die Stadt an das Herzogtum Mecklenburg verpfändet und 100 Jahre später an das Großherzogtum Mecklenburg übergeben, da Schweden seinen Pfand nicht einlöste. Schön doof. Und deswegen feiern wir seit 23 Jahren dieses Fest, um an diese langjährige Zugehörigkeit zum Königreich Schweden zu erinnern. Naja, und das Ganze wird natürlich immer sehr groß gefeiert. In der ganzen Stadt ist was los. Märkte, Karussells, Buden, Live-Musik und natürlich das Highlight ist oder sind die Umzüge in historischen Kostümen immer gut anzusehen und es ist erst viel los und es wird viel geknallt. Also jetzt wirklich. Feuer! Wer sich für diese Geschichte interessiert, kann auf schwedenfest-wismar.de ein bisschen mehr nachlesen. Naja, zurück zum Schwedenlauf. So, nach 8 Minuten gerade ist der 5 Kilometer Walking Start gewesen. Und ich habe gerade einen Kollegen getroffen, der mit mir, also unter anderem auch die 10 Kilometer läuft. Ich habe jetzt ein Ziel, nämlich seins 49 Minuten. Das heißt, ich hänge mich an ihn ran. 49 Minuten an sich nicht so das Riesenproblem bei 10 Kilometern, aber es sind ja 10,3. Das heißt, ein bisschen schneller, aber auch das ist normalerweise möglich. Also, ich hoffe. Naja, jetzt sind es halt nur noch irgendwie 7 Minuten. Ich gehe jetzt mal wieder zum Start und schauen wir mal, was das wird heute. Ich mache da jetzt mal sowas wie einen Audiokommentar, weil ich habe erstens nicht hier gefilmt und das, was ich gefilmt habe, ist unkommentiert, größtenteils. Also legen wir mal los. Also das hier der Startbereich, der füllt sich natürlich gleich noch. Nosferatu, der hat auch darauf geachtet, dass alles ordentlich abläuft. Sind schon ein paar Menschen dabei, also über knapp über 300 waren das hier bei den 10 Kilometern. 3 Minuten noch, sagt die Uhr. Ich habe mich übrigens diesmal sehr weit vorne positioniert, um nicht den gleichen Fehler zu machen wie in Schwerin. Ja, was heißt Fehler? Ich habe ja auf den Ansager gehört, aber in dem Fall war ich vorne, damit ich gut bei wegkomme und es war eine gute Entscheidung. Also wie man sieht, ziemlich voll und gleich sagt auch noch die Teilnehmerzahl. 951, super Kameraführung übrigens, ein genialer Applaus. Und gleich kommt auch schon der Countdown. Kann man damit hören. Ich finde es immer wieder spannend. Und es geht los, ungefähr 2 Minuten Verspätung. Zack, auf geht's. Hier ist schon ein Riesensprung zum ersten Kilometer. Vorbei an der Bibliothek links. Warum ich das gefilmt habe, weiß ich nicht. Dann kamen 2 Runden im Stadion, also insgesamt 2 Runden. Und ja, das ist dann schon wieder in der Stadt. Erste Runde fast geschafft. Also die gesamte Strecke einmal um den Stadtkern rum ist 5,3 Kilometer. Und ich musste ihn eben zweimal laufen. Und das hier ist auch wirklich schon die zweite Runde, kurz vorm Finale. Da vorne rechts mein Kollege, der mich zum Laufen überredet hat überhaupt. Und ja, letzter Anstieg vorm Berg. Ja, ich fand es wahrscheinlich wichtig, meinen Bauch zu filmen, warum auch immer. Zieleinlauf. Da ist auf einmal wieder so eine Menschentraube. Muss ich dran vorbei. Dann habe ich angefangen, ein bisschen zu sprinten und die Kameraführung ist genial. Warum auch immer ich das so gemacht habe, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube einfach, ich hatte auf einmal noch so Kick-Energie und der musste raus. Oder auch Zieleinlauf 47 Minuten und 16 Sekunden. Genial. Das heißt 4 Minuten schneller als beim letzten Mal. Und hier ist meine Urkunde. Platz 50 von 200, Moment, muss ich ablesen. Platz 50 von 311 insgesamt. Platz 49 in meiner Altersklasse und da waren
212 dabei. Ich bin zufrieden. 49 Minuten war das Ziel, 47 Minuten 16. Also ich finde es gut und das zählt. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an meinen Kollegen, der mich überhaupt motiviert hat zum Laufen und natürlich auch, der mich so mitgezogen hat bei dem Rennen. Aber wie ich eingangs erwähnt hatte, war das ja auch der erste Lauf meiner Tochter. 5 Kilometer, sie hat eine super Zeit hingelegt. Wir haben auch gerade mal 6 Wochen vorher angefangen zu trainieren. Es hat wunderbar funktioniert. Wir sind alle stolz. Hast du super gemacht, wenn du das siehst. Wir sehen uns im nächsten Jahr mal im 10-Kilometer-Lauf. Hat sie mir gesagt, das kommt jetzt nicht von mir. Übrigens, der Grund für diese Videos, speziell jetzt zum Thema Laufen, das soll nicht sein, dass ich irgendwie angeben will, so motivieren und unterhalten. Hauptsächlich allerdings motivieren. Ich würde mal so grob irgendwie andeuten, wohin das jetzt mit dem ganzen Kanal geht, weil es soll halt weiterhin zum Thema Laufen, Sport, Fahrradfahren Videos geben und vielleicht motiviert das ja irgendwen. Würde mich freuen. Ich habe ja noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Nö, das war's. Das war der Schwedenlauf 2024 mit ein paar Eindrücken vom Schwedenfest 2024. Dabei sein ist natürlich immer am besten, aber man kann sehen, es lohnt sich mal vorbeizukommen. Also nächstes Jahr im August kommt alle her. Die Stadt freut sich, alle in Wismar freuen sich über viele Besucher und vor allem die Geschäfte freuen sich. Wo wir gerade beim Thema Geschäft sind, nach dem Lauf habe ich übrigens einen Langosch gegessen. War wohl schlecht oder das Fett war ranzig, keine Ahnung. Ich hatte Bauchschmerzen und saß den ganzen Nachmittag auf Klo und hatte Durchfall. Und ja, es war nötig, dass ich das sage, weil das war mein Abschlusswort zu diesem Video, zum Schwedenfest für diese Woche. Also vielen Dank für die Zeit. Bis bald. Peace out.